Gleich was. Ey, stimmt, da haben wir dann eine Schmiede gleich. So, können wir gleich wieder aufsetzen. So, dann fragen wir hier gleich mal nach. Könnte man auch lustig werden. Grüße, auserwählter Agent von Königin Eiren. Wir haben euch erwartet. Was benötigt ihr? Königin Eiren schickte eine Botschaft, die eure Ankunft ankündigte. Und Befehle. Ihr seid hier, um den Stab des Magnus zu sichern. Wo ist er? Er ruht wohlbehalten in unserem alten Gewölbe unter der Stadt. Wir lassen ihn Tag und Nacht bewachen. Wenn ihr bereit seid, werde ich euch ins Gewölbe führen. Na gut, dann mal los. Wenn ihr mir bitte folgen würdet. Okay, gut. Könntest du mir nicht schneller laufen? Wie ihr sehen könnt, haben unsere Künstler ein klein wenig Zivilisation inmitten dieser barbarischen Wildnis geschaffen. Ist gerade langweilig. Marburg wird bald ein Kleinod des Dominions sein, in diesem rückständigen Gebiet. Wie erwartet sind wir auf vereinzelte Proteste gestoßen. Unsinn wie, dass die Bäume beschützt werden müssen. Die ansässigen Bosmer sind schlecht organisiert und flatterhaft. Solche Ausbrüche versanden meistens von selbst. Ah, die Magiergilde. Wenn ihr mir folgen aber auch wollt. Mal Zeit, dass ich da hinkomme. Kurze Frage, Pandron. Meinst das du da... Das ist die Magiergilde. Ah. Der Anstrich ist noch frisch. Ein Schmuckstück für die Stadt. Schön, klappe jetzt. Meinst du da den einen von Looney Tunes da? Weil es gibt natürlich noch viel zu tun. Aber man tut, was man muss am Rande des Dominions. Sich hingestellt hat. Oh, da kann ich ein Buch finden. Die Gruft befindet sich unten. Folgt mir. Okay, okay, ich folge dir schon. In der Gruft wachsen viele seltene Pflanzen, die auf den Sommersendinseln nicht mehr zu finden sind. Werft ruhig einen genaueren Blick darauf. Wir versuchen schon länger, diese ungewöhnliche Variante der Rotwurz in Sommersend anzupflanzen. Purpurne Nirnwurz. Wir hielten sie für ein Hirngespinst der Nord. Okay. Ich will den Reliktraum betreten. Darf ich das nicht spielen? Okay, ich muss wahrscheinlich erstmal fragen. Heißt ja, lasst Hauptmann Zarin die Tür aufschließen. Ansonsten. Alchemisten zahlen gut für diese Pflanze. Sie wird das Schmuckstück der königlichen Gärten sein. Wir haben diese hier ausgerechnet in einer Höhle in Walenwald gefunden. Jetzt kann ich mit es ihm ist reden. Nicht überraschend, dass Walenwalds Erde sehr fruchtbar ist. Diese Arten sind für die königlichen Gärten bestimmt. Gehen wir weiter. Also im Moment ist das ziemlich angeberisch gegenüber mir mit seinem Zeug und da. Ah, geht doch. Man wird der Stab ist nicht drin. In diesem Raum befinden sich aus ganz Walenwald zusammengetragene eileidische Relikte. Interessant, nicht wahr? Wir haben alle ruhenden Fallen entfernt, von denen wir wussten. Also seht sie euch ruhig näher an. Die Baumgeschenke. Wir wissen nicht genau, was es damit auf sich hat. Dieser Helm stammt eigentlich aus unserer eigenen Sammlung. Aber einer unserer alliierten Bosmer hat ihn gestohlen. Und dann zurückgegeben im Austausch gegen ein Lied. Unsere Ahnen haben die Spuren ihrer Zivilisation in ganz Tamriel hinterlassen. Wenn wir Königin Eiren folgen, wird unser Reich eines Tages ihrem Konkurrenz machen. Okay, gehen wir weiter. Meine Güte, ey.
Seht nur, der Stab des Magnus. Er ist doch da. Er wurde noch nicht gestohlen. Perfekt. Einmal. Wie? Was ist passiert? Wo ist er? Ach, fuck. Natürlich musste was schief gehen. Bei den leuchtenden Bäumen der Altmeri. Wir wurden ausgeraubt. Aber wie? Dieser Stab war eine Illusion. Wo ist der echte Stab? Das weiß ich nicht. Wir bewachen das Gewölbe Tag und Nacht. Ich habe den Stab selbst dort hineingebracht. Hat jemand anderes das Gewölbe betreten? Nein, das Gewölbe ist für alle tabu. Aber, Augenblick. Vizevogt Pelidil hat vor kurzem das Gewölbe besichtigt. Warum war er hier? Im Auftrag der Königin. Zumindest hat er das so gesagt. Der Stab war vor seinem Besuch noch an Ort und Stelle. Aber ich habe nicht mehr nachgeschaut, seit der Vizevogt wieder aufgebrochen ist. Meint ihr etwa, der Vizevogt hat den Stab des Magnus gestohlen? Das ist undenkbar. Aber welche andere Schlussfolgerung könnten wir ziehen? Solche Illusionsmagie gehört nicht zum Repertoire eines gewöhnlichen Diebs. An die Oberfläche. Ich muss die Wache befragen. Ich treffe euch dort. Kurz mal ein bisschen schauen überall. Und dann nimmt das Abenteuer in diesem Gebiet seinen Lauf. Wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn es einfach funktioniert hätte. So. Dachte schon. Irgendwie falsch abgebogen. Außer euch und dem Vizevogt hat niemand das Gewölbe betreten. Das habe ich bestätigt. Und wo ist der Vizevogt Pelidil jetzt? Er ist in die Wildnis aufgebrochen. Er behauptete, er habe Befehle der Königin, den Körper des verstorbenen Prinz Nämon mitzunehmen. Er kehrte nicht zurück. Er war dem Prinzen schon immer auf närrische Weise untergeben. Ich bete dafür, dass auch dem Körper des Prinzen nichts zugestoßen ist. Was vermutet ihr? Der Stab des Magnus ist ein extrem mächtiges Objekt. Es lässt sich nicht sagen, welche Verruchtheit er damit hervorbringen könnte, wenn er es sich wünscht. So wahr ich hier stehe. Wenn wir Zweifel an seiner Loyalität gehabt hätten, wäre er nie in das Gewölbe hineingelangt. Jemand muss die Königin informieren. Ich kümmere mich darum. Auserwählte von Marbrook. Was soll das? Die Königin ist eingetroffen. Werde Zeuge der Herrlichkeit von Königin Eirin, der Hoffnung des Dominions. Ja. Wie erklären wir jetzt, ja, dass jetzt alles frisch wieder daneben ging. Bestimmt aufregendes Leben. Alles, was sie versucht, geht nach hinten los. Ehre und Lob, mein Freund. Habt ihr den Stab des Magnus? Der Stab ist fort. Vizevogt Pelidil hat ihn gestohlen. Pelidil? Dann ist es wahr. Er hat uns verraten. Der Körper meines Bruders kam auch nicht in Marbrook an. Ich wusste, er stand Nämon sehr nahe, aber ich hätte nicht gedacht, dass er sich darauf herablassen könnte. Ich werde wieder einmal eure Hilfe brauchen. Das kenne ich. Diese Waldelfen und ihre Waldgeister. Stumpfe Krallen. Die sind schon komisch. Es ist schön, euch wiederzusehen, mein Freund. Grünschatten ist ein viel aufregenderer Ort, als Ra's erwartet hätte. Er hat gehört, dass der Stab des Magnus gestohlen wurde. Als ob diese rebellierenden Bosmer nicht schon Ärger genug wären. Rebellieren die Waldelfen hier gegen das Dominion? Noch nicht, aber es könnte so kommen. Die Elfen in diesem Teil Valenwalds folgen nicht König Gamoran. Sie behaupten, sie wären die Untertanen des Wildkönigs, eines Waldgeistes, den niemand je gesehen hat. Sie verhöhnen das Dominion und haben Königin Eirin zu ihrer Feindin erklärt. Warum stellen sie sich Königin Eirin entgegen? Wir wissen es nicht. Der Schlachtenvogt hat einen Soldaten namens Hazazi losgeschickt, um mit dem Dornbruch-Clan zu verhandeln. Aber er hat keinerlei Fortschritte gemacht. Jetzt muss Ra's dem Stab des Magnus nachjagen, also wird er euch fragen. Werdet ihr nach Hazazi suchen und euch darum kümmern? Ja, ich werde mich darum kümmern.
Dornbruch ist gleich südlich von Marbruck. Hazazi ist dort. Er beschwert sich gern, aber er ist ein guter Soldat. Er braucht nur jemanden mit einem durchdachteren Verhandlungsstil. Und bis ihr zurück seid, wird Ras mehr über den Stab wissen. Wie unterscheidet sich der Dornbruch-Clan von den anderen Waldelfen? Dieser versteht nicht die Clanpolitik der Bosmer. Aber so wie Ras gehört hat, waren die Clans dieses Teils von Valenwald schon immer wild. Manche haben sich sogar während der Schwarzsafte-Rebellion gegen König Gamor angestellt. Warum wurde dann nicht schon vorher etwas ihretwegen unternommen? So, jetzt Grünschatten ist das Herz von Valenwald. Es ist sehr gefährlich und sehr geheimnisvoll. Und diese Bosmer kennen sich dort aus wie kein Zweiter. Ras ließe sich davon nicht schrecken, aber selbst Camorans Dämmerranken-Waldläufer reisen nicht durch diesen Teil des Waldes. Warum wurde die überhaupt nach Grünschatten geschickt? Wie immer, Ras dient der Königin. Sie wollte wissen, ob die Bosmer hier so furchteinflößend sind, wie es sich anhört. Aber da der Stab des Magnus gestohlen wurde, muss Ras Prioritäten setzen. Dieser weiß, dass ihr mit Dornbruch genauso umgehen könnt, wie er es könnte. Ja, wahrscheinlich. Alle totschlagen. Was glaubt ihr, wer den Stab des Magnus gestohlen hat? Die offensichtliche Antwort ist wahrscheinlich die richtige. Pelidil. Diese Kröte hat Nemon alle Wünsche erfüllt. Warum sollte sich das ändern, nur weil der Prinz tot ist? Ras wusste, das Schleiererbe wäre eine Plage, die man nicht so einfach auslöschen könnte. Gott, jetzt habe ich ihn ja wirklich alles ausgefragt. So, okay. Dafür müssen wir hier den Ort verlassen. Da wollte ich ja einmal noch zurück, um die andere Quest abzugeben. Oh, schön, dass man hier gleich reinkommt. Mein Freund, wie gut es tut, euch zu sehen. Wer bist du? Ich bin froh, dass wir alte Freunde sind, die sich nach langer Zeit wieder treffen. Ich möchte meine Tarnung nicht auffliegen lassen, nur weil ich um Hilfe bitte. Was? Wer seid ihr? Großartige Leistung. Ich brauche einen Assistenten für ein paar heikle Aufgaben. Und ihr seht mir genau richtig dafür aus. Ich ermittle verdeckt in einer Serie von Diebstählen in Marburg. Dieser Künstler ist ein Meister seines Fachs. Warum braucht ihr meine Hilfe? Der Künstler nimmt hiesige Altmeer aufs Korn, also schöpfte ich Verdacht. Wir müssen den Künstler schnappen, ehe die Königin sein Ziel wird. Nehmt meine Notizen. Ich gehe der Sache nach. Der Künstler. Okay, dann müssen wir mal die Notizen lesen. Ah, ja, ja. Ausschließlich Altmeer als Ziel. Spezifisch gegen das Volk. Voll Täuschung. Stiehlt nur Gegenstände vom persönlichen Wert. Lösegeldforderung, Rache. Hinterlässt Nachrichten an Opfer. Opfer weigern sich darüber zu sprechen. Warum? Bürger, die noch befragt werden müssen. Lindrival, Hilding, Uralit, Talqua, Zusig. Okay. Okay, das mache ich aber später. So, weil erstmal, habe ich ja gesagt, gehe ich zurück. Nein, ich will das Gebiet aufmachen. So, Quest abzugeben. Geht einfacher so. Wenn ich das mache. Ich weiß, wo ich rausgehen muss. Ist das zu glauben? Drachen in eurer eigenen Heimat. Was werdet ihr nur tun? Und ja. Gehen wir hier rüber. So ist es im Innen auch gleich abgegeben, das ganze Zeug. Und dann habe ich das hinter mir. Ich theoretisch dann jetzt auch in die Zuflucht einmal vorbei. Rücksprache halten. Eieiei, das sind ja echt viele Leute.
Ihr habt es verpasst. Drei Unerschrockene hatten gerade einen Wettbewerb im Armdrücken gegeneinander. Gleichzeitig. Man einigte sich auf ein Unentschieden, nachdem sich alle gegenseitig die Schulter ausgekugelt hatten. Ich habe euch ein wenig Aliiden-Schnickschnack aus den Wurmwurzeltiefen mitgebracht. Beeindruckend. Die eignen sich alle als Schaustücke, sobald ich den Dreck weggescheuert habe. Diese widerlichen Kultisten haben keinerlei Sinn für Kultur. Ihr, das habt ihr euch verdient. Hey, Stufe 27! So, wie immer... Machen wir auf, Don. Handwerksmaterial in der dritten Stufe zu Wahl. Ah! Ach ja, stimmt. Das muss mach ich dann später nochmal selbst. So. Gut, dann nochmal ab in die Zuflucht. Und hey! Bisschen durcheinander, jetzt gebe ich zu, ja. Ist das zu glauben? Drachen in eurer eigenen Heimat. Aber was werdet ihr nutzen? Ja. Dieser geht weiß überall es nicht, irgendwie weiter. Er hofft, dass seine Familie in Stromfeste sicher ist. Dabei die zu. Ja. Genau. Aber ey, mal die ganzen losen Enden auch wen weiterführen, wenn ich schon eine Möglichkeit dazu habe. Auch wenn ich gerade echt nur denke, dass wir hier nun ein Gespräch führen werden. Und dann ist auch wieder Schluss. Also. Ein unerwarteter Besuch. Was führt euch hierher, Entseelter? Tarn und ich haben herausgefunden, wo Saisahan festgehalten wird. Endlich! Wo können wir ihn finden? In einem Gefängnis in Kalthafen, das man die Hallen der Qual nennt. Gut gemacht. Ich werde sofort damit beginnen, einen sicheren Weg durch die Hallen der Qual zu suchen. Gibt es sonst noch etwas? Ich wollte eigentlich sagen, dass der Fluss fließt und wir nur Sklaven seiner Strömung sind. Aber ich bin mit Rätseln und Metaphern fertig. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich bin kein Prophet. Ich bin nur ein törichter alter Mann, der einen flüchtigen Blick auf die Weisheit der Schriftrollen erhascht und es überlebt hat. Aber ihr könnt einen Pfad durch die Hallen der Qual finden, oder? Wenn Tarn zurückkehrt, werden wir unsere Mittel vereinen. Wir werden schon bald einen Weg durch diese Hallen der Qual finden. Okay. Ja, auf jeden Fall. Was gefunden. So, dann werde ich wahrscheinlich demnächst mal Mitteilungen bekommen, wenn die fertig sind und dann gehen ich weitergehen. Ich laufe mal ein paar Meter in eine gewisse Richtung und mal schauen. Ich habe das ja schon oft genug hier jetzt mitgemacht. Kriege ich jetzt irgendwie eine Mitteilung von Waren, dass ich zurückkommen soll? Okay, Überraschung? Nein. Ich habe damit schon fast festgerechnet, dass das so ist. Okay, gut. Dann kann ich eigentlich hier wieder zurück, weil dann habe ich hier genügend Quests, die ich noch machen kann. Das ist schön. Ja, ich möchte gern Linksklick machen. Ja, danke. So, dann kann ich mich hier hinporten. Bezahle ich zwar diesmal Geld, aber gut, ich habe mehr als genügend Gold auf diesen Charakter, dass ich es mir mal leisten kann.
Prinzessin, trefft mich in der Zuflucht. Wir sind bereit, Zeiss-Rahan zu retten. Okay. Warum hast du es mir nicht gleich gesagt? Warum so umständlich? Warum muss ich wieder erst Geld bezahlen? Oder Gold in dem Fall. Warum? Ach ja. Na gut, mach ich's halt. Diese Art zu sagen, ey, wir sind doch jetzt bereit, finde ich scheiße. Ehrlich. Wieso nicht gleich, ja, so gleich, nachdem er wieder raus ist, das gesagt bekommen, damit man erst gar nicht erst weggeht. Oh, das wäre so viel einfacher. Aber gut. Sei endlich still, Tarn. Sei ist mein Freund. Wahrscheinlich der beste Freund, den ich habe. Wenn der Entseelte geht, gehe ich auch. Ja, ich verstehe. Und warum seid gerade ihr am qualifiziertesten? Ist es euer überlegenes Wissen über Kalthafen? Eure Erfahrung mit dädrischen Wesen? Oder ist es einfach die verschmähte Liebe, die ihr für dieses nackte Mammut empfindet? Da haben sich ein paar lieb. Hi, Lauli! Eigentlich hier so in die Kamera. Die Zeit für einen weiteren Vorstoß ins Reich des Vergessens ist gekommen, Entseelter. Es gilt noch, einen letzten Verbündeten zu retten. Aisahan. In der Tat, Abnor Tarn und ich haben meditiert, Hellsichtzauber gewirkt und über Manimarkos Aufzeichnungen gebrütet. Und schließlich haben wir den Standort der Hallen der Qual ausgemacht. Wie lange hält man Aisahan dort schon gefangen? Unser Freund hat 2 Jahre lang unvorstellbare und immerwährende Folter erdulden müssen. Sehr viel länger, als ein Sterblicher so etwas jemals erleiden sollte. Aber Saisahan ist deutlich mehr als ein einfacher Sterblicher. Er ist ein Abkömmling Lekis, der jokudanischen Schwertheiligen. Dann müssen wir ihn finden, und zwar schnell. Wir mussten den genauen Standort der Hallen erst noch ermitteln, in denen Sai gefangen gehalten wird. Nun, da dies geschafft ist, werde ich ein Portal für euch öffnen. Werde ich allein gehen? Lyris und Abnor haben zwar beide zugestimmt, euch zu begleiten, aber ich fürchte, ihre gegenseitige Abscheu würde euch die Arbeit nur erschweren. Sprecht mit ihnen und hört euch an, was sie anzubieten haben. Aber ihr müsst euch für einen von beiden entscheiden. Lyris! Das stimmt nicht. Was hat Varen gesagt? Er sagte, dass sich nur einer von euch mir anschließen kann. Dann ist eure Entscheidung klar. Ich kenne Saisahan länger als jeder andere. Ich sollte mit euch gehen. Es ist eure Entscheidung, aber ihr sollt wissen, dass ich mein Leben für euch oder für Sai geben würde. Würde Tarn das auch tun? Ihr seht verdutzt aus. Was für undurchschaubare Rätsel hat Varen jetzt wieder von sich gegeben? Er sagte, dass sich nur einer von euch mir anschließen kann. Hat er das? Ein überraschend guter Rat. Titanenkind und ich würden uns wohl eher gegenseitig umbringen, als dass wir eine echte Hilfe wären. Die Entscheidung liegt bei euch, aber ich würde euch raten, den Verstand den Muskeln vorzuziehen. Ich habe wertvolles Wissen über die Daedra und vergesst nicht, ich bin der Magier. Also viel Spaß. Ich nehme Dyris mit. Das stimmt nicht. Vielen Dank. Ihr werdet es nicht bereuen. In den Sklavengruben Kalthafens sprachen die Beraubten nur flüsternd von den Hallen der Qual. Wenn ich daran denke, was Sai wohl durchmacht. Wir werden ihn zurückbringen. Oder bei dem Versuch sterben. Das definitiv. Geht mit Lyris. Rettet Saisahan aus den Hallen der Qual. Portal in die Hallen der Qual. Ich muss sagen, mit meinem anderen Charakter, mein Priester oder Templer eigentlich, den ich eher so als Heiler eben verwende, bin ich noch nicht so weit. Da habe ich das hier vermieden. Ergo, das werde ich jetzt mal nicht kennen. Schon vorher. Das ist schön.